hier dann die Kuh fliegt, hoffe ich doch mal sehr. Und ja, wir haben auch sicherlich fantastische Gäste und meinen, es geht schon los, dass mein blödes Spiegelding hier schon nicht funktioniert. So, dann schauen wir hier alles da. Also gucken, haben wir noch hier eine Möglichkeit nochmal zu streamen. Casting, jawohl, am Start heute sind die Kanalmitglieder Markus Nelle, Willi Nichtl, der Erik, der Jens Marco Z, auch Mitglied, guck mal da, der Holger P., Matthias Wunderle und der Hermann Brauer. Die sind auf jeden Fall schon mal alle da, nicht weniger wichtig und natürlich auch fantastisch und toll. Der Patrick, der Dr. Animem, der Holger P., der Patrick ist gespannt und bestimmt noch viele mehr, die sich auch gleich zu Wort melden. Ich hol schon mal tief Luft und hol mal aus. Wir haben ja erstmal vorneweg Workshop. Workshop läuft, also hier steht schon alles rum. Wiki-Einträge sind gemacht, Leute sind benachrichtigt, Mittwoch geht's los. Thementiefe wird sich ergeben über die Rückfrage von den Leuten. Ich glaube nicht, dass jeder Kurs wie der andere ist, wird so ein bisschen die Mischung ausmachen, aber die können wir vorher tatsächlich gar nicht steuern, müssen dann wirklich gucken, wen was interessiert. Es wird großartig, den Leuten wird es gefallen, die werden was lernen und die werden das Ding super im Griff haben hinterher. Und beide Kurse sind definitiv ausgebucht und das nächste Vierteljahr wird es auch mit Sicherheit keinen geben, weil dann kommt noch Univention Copano drauf. Genau. Was mir heute noch einen Tag versaut hat, war dieses Silex. Problem ist, wir hatten zwei, drei Kunden mit diesem DATEV-Sicherheitspaket und da war es so gewesen, da haben wir an den Server hier im Rechenzentrum entsprechend USB-Stick angeklemmt mit einer Karte drin. Und diese Karte wird dann in der Remote-Desktop-Session über die Software abgefragt. So, und es ging schon vor Monaten los, dass das nicht mehr funktioniert hat. So, fantastisch, ganz toll. Mussten wir die Leute jetzt mit Remote Desktop, die Anwender, auf den RDP-Server schicken, damit die dann ihre DATEV-Abgleich machen konnten, weil dasselbe in der Remote Desktop-Session nicht mehr ging, was schon mal zum Kotzen war. So. Corona, das Zeug steht in Darmstadt, für mich 3 Stunden hin und zurück, locker, mit allem drum und dran, alleine Fahrzeit von 45 Minuten, jetzt die Karte abgelaufen. Also ich so einen Silex-Server in Betrieb genommen. Und der wollte vorne und hinten nicht. Das habe ich gemerkt. Das liegt wohl daran, dass dieses Silex-Ding keinen vernünftigen Netzwerkstack hat und mit diesem Sophos-RED-Protokoll nicht klarkommt. Deswegen drücke ich das morgen dem Kunden in die Hand. Der steckt es bei sich dran an eine Fritzbox. Die haben ein VPN. Dann hänge ich das Ding schön wieder in den Server rein und hoffe, dass es funktioniert. Der ist 510. Das sieht aus wie diese Allnet 1999 Allnet. Ah, ganz schlimm. Also das ist, wenn ich das schon sehe, dann kommt mir die Galle hoch und ganz, ganz, ganz Kommentare. Also mal gucken, ob da irgendjemand noch persönlicher unterwegs ist. Also ich bin auf Rabatz, ihr habt es gemerkt. Cram, neu für mich, bin gespannt. 113 Cram, E-Mail bitte. Ja, okay. Also was haben wir denn noch Schönes? Wir begrüßen natürlich noch weitere. Den Matthias Wunderle, der aus der Schweiz grüßt. Gibt es auch andere aus der Schweiz, den Alvaro zum Beispiel und den gerade vergessen haben. Hermann Brauer, moin. Dominik, Servus. Roberto ist auch hier, Postbank, super. Alexander Lange, moin. Chris, kannst du Gedankenlese? Vorhin noch gedacht, Chris, könnte mal schauen, ob das taugt. Schauen wir mal. Der Tech Channel schreibt, hallo, ist auch wieder da. Frank Trevenskus, heute noch telefoniert, sagt, moin. Der nicht in der Schweiz fest. Du hast gerade, du steckst in der Schweiz fest heute. Genau. Gute Christ, du bist verdammt leise. Bin ich wirklich verdammt leise? Oh, ich sehe gerade hier. Ja, da könnte man noch ein bisschen. Da könnte man noch ein bisschen. Ach, die Putzfrau war da. Warte mal. Test, 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 Test. Naja, das ist zu viel. Test, Test. Genau. Ja, genau. Ja, leise ist er. Guck mal mal. Ich mache mal kurz Kopfhörer. Stimmt, die Putzfrau war da gewesen und hat mit Sicherheit hier Dinge verstellt. Schauen wir mal. Da noch ein bisschen lauter machen können. Ich sehe ja meinen Pegel. Test, 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 Test. Ich frage mich echt, ob ich jetzt mit meinen dicken Fingern daran gekommen bin. Test, Test. Ich habe bis zum Anschlag gedreht. Wieso ist denn das so leise, der Mist heute? Warte mal. Verdammt. Kleinen Augenblick. Da gucken wir mal, ob wir Dani was retten können. Bam, 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 bam. Test, Test, Test. 1, 2, 1, 2. Wenn es richtig blöd gelaufen ist, wenn es richtig blöd gelaufen ist, dann ist die Dame hier an den. Du klingst, wie wenn das Laptop-Mikro in.
in der Input ist. Moment mal, stopp. Den weg. Den weg jetzt. Ist jetzt besser geworden. Hier ist alles gut vom Ton her. Mensch, und ich verstelle mir hier alles, Leute. Macht mich nicht schwach. Macht mich nicht schwach. So, ich guck mal, ob das jetzt hier so einigermaßen. Aber so vom Pegel her könnte schon ein Ticken lauter sein. Ich überlege gerade, warte mal, ob man das nicht noch ein Ticken lauter machen könnte. Aber dann höre ich es auch wirklich rauschen hinten raus. Also ihr sagt alles gut. Der Mist ist halt. Ach, guck mal hier, das Mikrofon ist jetzt auch wieder verrutscht, ne? Also gut, nochmal von vorne. Mikrofon, check, check. Jetzt ist es gut. Ich bin nicht ganz sicher, also der Pegel könnte, das ist immerhin eine. Ach, guck mal, noch ein Schweizer. Wir sind von lauter Schweizer überrannt. Drei Schweizer mittlerweile. So, also jetzt, oh ja, guck mal, jetzt ist der Pegel besser, das ist das Mikrofon gewesen. Sorry, tut mir leid. Bisschen zusammenklemmen, nochmal hier. Gut. Gut, also wollen wir nochmal von. Soll ich den Trailer nochmal? Komm, ich mach den Trailer nochmal. Also pass auf. Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der, ja, nee, bin ich nicht. Aber aus Aschaffenburg, am letzten End vom Söderland, an einem wunderbaren Loft, an einem fantastischen Tag und schaut, was mir den Tag versaut hat. Ja, da sind wir stehen geblieben gerade. Und kleiner Tipp, VB Audio Voice Meter Potato, was auch immer das ist. Ich habe hier wirklich hier genügend Technik am Start. Ich habe nur die Befürchtung, dass mir die Putzfrau an die Knöpfe gekommen ist. Und dann habe ich hier richtig Spaß. Gut, könntest du mal mit dem zweiten vergleichen. Gut, der Dr. Animem schreibt, der ZFS-Steine, genau. Ich kann den W&T-USB-Server empfehlen, recht teuer, haben gute Software über Windows, über USB-Dongle das Netz zugreifen. Ja, genau. Nee, das ist tatsächlich wirklich schwierig gewesen heute. Man hat gesehen, lokal super und über Red gebridged sind die Pings flöten gegangen. Irgendwie hat schon funktioniert, aber am Ende war es doch scheiße gewesen. So, dann war ich am Wochenende außer irgendwie rumzuräumen und irgendwie Sport zu machen und weiß der Geier. Irgendwann waren die Pornoseiten dann auch langweilig gewesen, habe ich doch mal bei Heise vorbeigeguckt und dann hat es mir das hier reingespült. Ja. Marienerscheinung, Alternative zu Exchange. Cram bringt Linux Group für Open Source Software aus Wien, bündelt die. Okay, erstes Warnzeichen. Bündelt die Kommunikationswege proprietärer Plattformen wie Outlook mit Fokus auf EU-Datenschutz und Privatsphäre. Privatsphäre. Ding Nummer zwei. Ja, genau. Dann gehen wir mal gucken. Die Cram GmbH aus Wien, eine gleichnamige Open Source Plattform für Unternehmenssoftware veröffentlicht, bla bla bla. Oh. Technische Daten ist aus C geschrieben, voll gut. Und hier, wenn du jetzt hier mal genau guckst, das ist das, was wir hier bei Copano haben. Das ist sehr eingeschränkt und ist auch oft mal so ein bisschen Kriterium, warum man das nicht benutzen will. Aber EWS ist Exchange Web Service, wäre der volle Umfang von Outlook. Und Card DAV wäre hier das, was am Mac fehlt für die Kontaktsynchronisation mit Copano. Also da bin ich halt schwach geworden. So, dann sah das auf den ersten Blick mal ganz fancy aus. Grün-Rot und so weiter. Und ja, also durch die Implementierung der nativen Exchange-Protokolle, das gab es noch nicht. Sorry, bitte. Das gab es noch nicht, beziehungsweise das war zuletzt gesehen bei Cario, aber Cario war scheiße. Dem Anhang zufolge kein Plugin notwendig. Outlook spricht mit der Software wie mit einem Exchange-Server von Microsoft. Details zu stehen im Architektur auf der Cram-Webseite. Webbrowser möglich und so weiter. Hier nochmal draufklicken. Genau, also hier sind dann diese ganzen Architekturinformationen noch. Wieso kann ich das eigentlich nicht zoomen hier mit komischer Seite? Also hier kann man das nochmal sehen. Da, also das sind alles so Protokolle, die sind definitiv in so gut wie keiner Implementierung von einem externen Server drin. Und da der natürlich super interessant. Woraufhin ich heute Morgen mal angerufen habe und die wurden natürlich eingerannt, die Bude, weil das ist natürlich super spannend erstmal. Ich sagte, ja Leute, hätten wir gerne mal getestet, wir sind hier ein interessanter Kanal, wir haben eure Kunden, vor allem sind die, die das praktisch einsetzen. Sagt, ja, sie melden sich, wenn der Download da ist, haben sie nicht getan. Ich habe es tatsächlich vorhin mal geschafft, das Ding schon mal runterzuladen, so will ich es schon mal verraten. Und es kam natürlich keine Mail. Überraschung. So, jetzt mal gucken, was hier die Leute dazu sagen. Jetzt wird's spannend. Achso, hier haben wir den Chat.
Genau. Hier sind wir richtig, ne? Servus, schreibt der Hubert. Ja, servus, du auch. Aber nicht das, was gerade gefragt ist. Nun denn. Also das sieht gut aus, das will man mal sehen, das hätten wir gerne. Ich bin super mit Copano verheiratet, ich finde es geil. Und Wettbewerb bringt vielleicht auch Copano dazu, mal ein bisschen nachzuschieben. Ja, schreibt der Dr. Animem. Ja, Kerio Connect wird bei uns aktuell durch Exchange mit PMG davor ersetzt. PMG davor, Proxmox Mail Gateway. Ah, okay, ja. Also Kerio war ein Griff ins Klo gewesen. Gut. Gott sei Dank nicht bei vielen Kunden eingesetzt. War jetzt Drama, hielt sich in Grenzen, aber musste man nicht haben. Nun denn. Daraufhin dachte ich mir, gucken wir uns das mal an. Ja, Demo, können wir gucken. Gucken, ob es jetzt funktioniert und ob der Down. Also, hier ist übrigens gerade mal wieder die Installationshinweise. Die haben mir tatsächlich vorhin noch gefehlt. Oh, sehr gut. Weil ich bin nämlich überhaupt nicht klar gekommen vorhin. Da können wir mal gucken hier, Quick Start. Also, das ist jetzt natürlich genau das, was uns interessiert. Beziehungsweise, das ist schon mal gut, dass es offen ist. Und der Demo-Account lief wohl die ganze Zeit. Und hier wird es interessant. Hier wird es interessant bei dem Demo-Account. Ich habe da extra mal. Ich habe da. Okay, pass auf. Wo ist er hin? Da ist er. Das ist GitHub. Das brauchen wir nachher auch noch. Ich habe schon mal einiges hier offen, wie ihr seht. Demo-Cram, genau. Dann Gerd Langer. Das ist hier wohl der Demo-User. Ich sag mal gleich Demo-User. Und hier hast du den. Wo ist er hin? Genau, das Passwort. Ich könnte wetten, das war vorher noch ein anderes gewesen. Interessant. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Ach, denke ich mir so, okay. Hat das jemand schon mal gesehen? Was er passt? Kommt mir das jetzt bekannt vor? Könnte das irgendwie, keine Ahnung. Kennt das jemand? Ja, lass mal kurz gucken, was da zu sehen gibt. Ist da was Geheimes gerade drin? Ja, hier mal so ein bisschen. So kann man das mal zeigen. Irgendwie kommt mir das doch sehr bekannt vor. Das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Okay. Na, schauen wir mal. Ihr seht natürlich da keiner. Okay. Bei 500 User ist Kerio Connect teilweise echt Pita, stimmt schon. So, mal gucken. Kerio Connect Passwort und User ändern sich ständig. Schreibt der Hermann. Das sieht aus wie Copano. Genauso sieht es mal aus. Gut. Dann habe ich das runtergeladen. So, jetzt ist ganz wichtig, damit ich auch nicht, dass mein Kanal nie abgemeldet wird. Das ist nicht Copano. Ja, das ist, wenn ich jetzt versehentlich Copano sage, bitte nicht eine Wortmarke verletzen oder sowas. Ne? Also keine Klage oder sowas. Also gut, ich habe das ISO runtergeladen, ich habe eine virtuelle Maschine angelegt, habe die installiert und komme tatsächlich jetzt hier nie weiter. Das nannte sich Appliance und da hat sich schon mal so ein ja, Root-Login schon mal gemeldet. Die IP-Adresse habe ich auch schon so weit raus. Mir hatte die Quickstart gefehlt vorhin. Die gucken wir uns jetzt mal an. Also vielleicht erklärt sich das dann, wie das geht. Also, man soll das ISO laden und Create SSL Certificates, Corresponding DNS, okay, das brauchen wir jetzt nicht. Installation habe ich gemacht. Setup. Ah. The initial root password is unset empty when asked for the password, just press enter. Das wird schon lustig. Okay, das ist interessant. Aber das hatte vorhin auch nicht funktioniert. To configure prem, do the following. Set a self-defined root password. Set an IP-Address. After this basic configuration been applied, prem setup can be executed. Ah, okay. SSH is enabled for default. Und du kannst jetzt auch hier drauf. Und ich meinte, das wäre die 26 gewesen. Okay, wir gucken mal. So, gucken, ob wir jetzt hier, das war dann die 50, 26 war es, glaube ich, gewesen. Ansonsten zeige ich euch gleich mal, wie man, also für diejenigen, die das war nicht die 26 gewesen, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ansonsten gehst du vielleicht einfach den Weg und sagst hier in der Netzwerkkarte, kannst du dir hier diese MAC-Adresse anschauen, das ist die hier.
und im DHCP-Server dann gucken, wer die bekommen hat. Ich meine, das war die 26. Wir können es ja aber nochmal starten. Also hier ist irgendwie gerade Feierabend gewesen. Ruht, nö, geht nicht. Also die Appliance ist schon mal auf jeden Fall schon mal ein bisschen seltsam. Wir resetten die jetzt gerade nochmal, dass ihr die volle User Experience auch habt. Da fährt es wieder runter. Und genau, Boot vom Harddisk. Genau, Installer habe ich hier noch drin. Ich habe jetzt mittlerweile alle Dings schon mal installiert gehabt. Das ging auch relativ schnell. Es war auch nicht so groß gewesen, das Ding. Und schauen jetzt mal, was hier passiert. Aber bootet jetzt hier was von Harddisk? Irgendwie nicht. Dann machen wir es jetzt nochmal bewusst von Harddisk. Booten jetzt mal von der. Oh. Meine Disk ist. Moment mal. Die ist nicht da. Okay, wir gucken nochmal genau rein, was der Zengel da getrieben hat. Also, wir haben das vorhin installiert. Ich habe noch ein bisschen rumgefummelt. Hier ist eine Harddisk SCSI 0. Ich hatte die vorhin schon mal rausgeworfen, weil das schon nichts getan hatte, weil mir diese Installation fehlten. Und hier ist das ISO auch drin. Also zur Not machen wir es dann auch gleich nochmal. Es wäre schön, wenn wir uns das gespart hätten. So, ich gehe jetzt nochmal auf Start, drücke hier die Escape-Taste, dann kann man nochmal die Platte aus. Zum Geier, wieso kann ich denn hier diese Platte nicht auswählen? Was habe ich denn hier bei Options drin stehen bei Boot? Start Boot, oh Quatsch, hier Disk. Disk, ach, das ist schon wieder neu. Edit, nee, das ist Hotplug. Sorry, sorry, sorry. Start, 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 Start. Da ist die. Ach! Die ist nie angeschaltet, weil ich die mal rausgenommen hatte. Die haben hier die GUI geändert. Ich habe gleich mal die neueste Proxmox drauf, weil ich da Probleme hatte. Okay. Gut. Ist in Ordnung. Wir probieren es jetzt gleich nochmal aus. Und der Installer hat anscheinend nur ein RAW-File, was er dann irgendwie auf die Platte bügelt. Und ich nehme an, dass der dann den Kram umpartitioniert und so weiter. Also der Installer ist auch noch so. Auf SysOps-TV-Niveau. Ne? Also die können auch jetzt nicht so viel da offensichtlich. So. Okay, ich glaube, da war ich schon mal gewesen, aber wir probieren nochmal. Vielleicht klappt es jetzt besser als vorhin. Es war nicht viel Zeit. Wir gucken mal. Wir können ja schon mal schauen. Hier fährt was hoch. Könnte Debian sein. Ne? Fährt hoch. Und gucken nochmal ganz kurz nach Kommentaren. Hi, schreibt der Andi Dremmel und der Janis Hage ist auch noch da. Dann grüßt euch. So, jetzt ist das Ding wieder hochgefahren. Jetzt ist das Ding wieder hochgefahren und nichts passiert. Ich mache mal meine Uhr hier leise. Ah, doch. So, jetzt gehen wir hier mal. Guck mal, wenn ich aber jetzt hier tippe, passiert nichts. So, und jetzt soll ich hier, also jetzt soll ich ja laut der Quickstart-Geschichte sagen hier, mach das drauf und dann sind hier die Ports. Eventuell. SSH wäre auch am Start. Die IP-Adresse war jetzt noch zu klein gewesen. Was mich jetzt so völlig. Run the installer and choose CRM Appliance from the boot menu. Das habe ich schon längst gemacht. Also das ist erledigt. Dann booten wir hoch. After installation reboot to the CRM Appliance, the server displays the CRM Console User Interface. Tut es nicht. Jetzt können wir mal gucken, ob wir da irgendwie auf dem zweiten virtuellen Monitor. Wie waren das? F1, F2, warte mal, sind das hier? Na, okay. Muss man mit Fn-Taste machen. Steuerung Alt, F1, F2, F3, F4. Hat da einer? Wie waren da Steuerung Alt, F1, F2, F3, F4? Also das sieht jetzt. Das ist nicht das Ding, was wir gerne gesehen hätten. Ne? Okay, wir gehen die Sache mal auf den Grund. Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz nach dem DHCP-Server, ob sich da irgendwas geändert hat. Und dann schauen wir mal, wo wir langkommen. Da waren wir gerade schon gewesen. Und schauen nochmal parallel. Ne, ist noch keine brauchbaren Kommentare da, ob wir da irgendwas retten können. Sogar der Hund ist verstört. So, Passwort hatten wir da schon geändert. Also nachdem das Ding überhaupt nicht mit mir interagiert, Network Services, DHCP, Lease Table und dann hatten wir hier die MAC-Adresse, das war gewesen hier unten mit der F293. Können wir hier gleich mal gucken.
F2 Doppelpunkt 9.3 wäre hier die 97. Webinterface, Fehlanzeige, HTTPS, Fehlanzeige. Also hier ist noch nichts wirklich drauf. Das macht es natürlich jetzt nicht unbedingt einfacher gerade. Gut. Die Demo-Seite besticht auch, guck mal hier. Könnt ihr da auch mal hingehen, ein bisschen Werbung für SysOps TV machen, das wäre doch lustig. Genau, Copano Fragezeichen, guck mal hier. Ich meine, Copano macht kein EWS, ansonsten wohl keine schlechte Alternative. Werde mir Grammar trotzdem näher ansehen, schreibt hier der Ted Datas, also vermutlich selber geschickt. Was halt auch total geil ist, die haben auch hier, schau mal, die ganzen Namen, also das sind das wirklich Leute, die es da gibt? Ist das der Sänger von österreichischem Bilderbuch hier, von der Bilderbuchband Bungalow und so? Könnte sein, wir werden es nie erfahren. Also sie haben da echt, es ist schwierig. Gut, die Frage ist, kommen wir hier irgendwie zusammen mit dem Ding? Es könnte ja sein, okay, ich mache jetzt mal hier mal Mac, mal die Tasten ein bisschen anders da. Systemeinstellungen, Funktionstasten, erstmal aus. Genau, Standardfunktionstasten verwenden. Und jetzt mal gucken, ob wir da irgendwie mit diesen üblichen, was ist das, Steuerung Alt F1, ach guck mal hier, da ist nichts, F2 ist nichts, F3 ist nichts, 4, 5, 6, 7, 8 ist nichts. Ah, guck mal da, jetzt sind wir drin. Wir sind drin. Okay, alles klar. Bisschen, aber der Installer, den die gesagt haben, der ist jetzt auch ausgeblieben. Okay, Uname minus A. Da haben wir es zu tun mit einem Linux-Kernel 5.3.18. Okay, schauen wir mal. Was haben wir denn hier an Prozessen zu tun? Top. Okay, was laufen hier? Systemd läuft hier. Okay, Carworker. Aha, okay, also ich sehe jetzt hier nichts. Service minus minus Status minus All. So, was haben wir denn hier? LVM, KP Settings. Also hier ist tatsächlich schon nichts zu sehen, was irgendwas hier mit diesem Produkt zu tun hätte. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas. Disklabel, Getty, Firewall, Nginx. Nginx läuft. Okay, aha, curl localhost, connection refused, also hier läuft nichts. So, jetzt bin ich ein bisschen ratlos, hat jemand eine Idee? Lass mal gucken. Genau, geht es denn per SSH? Nee, da sind wir jetzt mal drauf. Also alles in Ordnung, wir sind drauf. Soweit sind wir jetzt schon mal gekommen. Also was könnte denn jetzt hier automatisch gelaufen sein? Bin gibt es hier. Es war nichts drin. Okay. War ADM. Update, nö. Keine Ahnung. History. So, guck mal. Top, uname-a, status all, das sind alles meine Befehle. Who am I? Also passwd sollen wir machen, haben sie gesagt. Start 1, 2, 3. Start 1, 2, 3. Haben wir gemacht. Passwort vergeben. Wir gucken nochmal in die Quickstart rein. After installation and reboot. The Grammar Blind Server displays the Gram Console User Interface. Mm-hmm. The initial root password is empty when asked, press enter. To configure Gram, do the following. Set self-defined root password. Set an IP address. DHCP und so weiter haben wir gemacht. After this basic configuration has been applied, Gram Setup can be executed. Final steps. The Gram Setup, please use either. Ja, aber was zum Geier soll ich denn da eingeben? To start Gram, ach so, okay, ich habe jetzt eine ganz verrückte Idee. Ich guck mal, also vermutlich seid ihr auch schon drauf gekommen. LSOF-i und so weiter, genau, da wollte ich noch hin, genau, aber lest mal, also ich habe hier so eine, das wäre jetzt echt, to start Gram Setup. Lass mal nach Gram suchen. Och Christian, natürlich sind das nur Test-User. Er schreibt denn da, lol. Ihr seid so geil. Wer war das von euch? Mal die Hand hoch.
Kommt, trollt mal ein bisschen rum, das ist doch ganz witzig. So, TT, das Livestream sind, genau, Livestream zu dem Thema von SysOps. Ah, guck mal hier. Witzig, aber wem sendet ihr das alles? Ihr seid doch verrückt, ihr spinnt doch. Gut. Vermutlich ist es Gram Setup, oder? Nein. Find slash minus name Gram. Ist da irgendwas mit, also stopp, Gram schreibt man mit 3M, ne? Gram schreibt man mit 3M. Ach, guck mal hier. Da haben wir es doch schon, tatsächlich. To start Gram Setup. Wie heißt es Gram Setup? Wie heißt es Gram Setup? Gram Setup heißt Gram Setup. Großartig, na super. Okay. Also, man kann jetzt hier Sachen vorgeben. Das ist vorgegeben, drücke ich Enter. Das ist auch in Ordnung. User ist Gram. Hier schlägt er mir ein Passwort vor. Ich mache mal einen Screenshot, falls wir es nachher noch brauchen. Schlägt er vor. Schöner Installer. Administrator-Passwort. Nee, Gott bewahre. Start 1, 2, 3. FQDN. Boah. Gram.cloud ist böse.de. So, die Default Mail Domain. Cloud ist boese.de. Egal. X. Egal jetzt. Certificate. Nein. Let's Encrypt. Sehr schön an der Stelle. Path to PEM. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Hoffe, das nicht provided. Okay. Path to haben wir nicht. Okay, das müsste man dann hochladen. Also Install ist natürlich nichts für Anfänger. Das sieht man ja schon mal. Geht schon gut los. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich dem jetzt hier, ich sage, hier ist liegt ein Root. Ja. Ist das sau blöd. Gut, ich könnte mir jetzt sagen, er soll, jetzt muss wieder abbrechen, ne? Also noch einmal, Gram Setup. Zack, zack, zack. Screenshot. Ich glaube, das war dasselbe wie vorhin, das entstand. Okay. Start 1, 2, 3. Localhost ist okay. Default Domain. Pff, lass mal weg, wenn es geht. Auch weglassen. Ja, dass ich hier weiterkomme. Ja, Autodiscover, alles schön. Christian@sysops.de. Ich hoffe, dass ich über den Installer hinwegkomme jetzt, ne? Sysops.de. Ich kann das auch für die Zuschauer versuchen, mal ein bisschen größer zu machen. Gut, Hauptsache, der läuft erstmal weiter. So, jetzt macht er natürlich Let's Encrypt und Co. Klappt natürlich nicht. Die Valid Subscription, Credentials. Otherwise, Package must already be installed Appliance. Ja, ach, interessant, okay. 5 User sind wohl kostenlos. Ab dem 6. um die 24 Euro im Jahr habe ich gesehen. Geht's los, was jetzt mal etwa deutlich teurer ist, also fast doppelte von Copano ist. Und jetzt haut er hier Dinge rein. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wenn es jetzt richtig blöd läuft, haut es mir jetzt natürlich schön mein Webserver um die Ohren, weil der jetzt kein Let's Encrypt-Zertifikat bekommen hat. Ich bin gespannt. Wir schauen nach. So, 1 und 2, 1, 6, 8, 50, 97 wäre die IP-Adresse. Und hier ist natürlich nichts zu holen. Okay, wäre zu einfach gewesen. IPA, war das 97? Ja, leider. So, also, MySQL Server Gram, Passwort und so weiter. Service Nginx Status. Ui. Okay, probieren wir es mal mit dem Reboot, ob sich da was getan hat. Das ist jetzt mal noch nicht so geil. 8080 Tippfehler Mailadresse schreiben Sie hier. Und der Firewall Port 8080 für Admin. Finally start Gram Setup, schreibt der Kollege Alexander. Ich finde das toll, dass sowas mal anderen passiert. Naja, das ist auch noch live hier. Ich habe es ja noch nicht angeguckt. 8080. Nein, Port. Okay, Out of Memory Anforderungen sind 4 GB. VM hat nur 2. Okay, ja, gut, das kriegen wir noch hin, schreibt der Matthias. Und Port 8080 ist mein Freund. So wissen, was mein Freund ist hier, mein Freund. So, hier ist nix. Ja, aber da ist auch nichts mit Port 8080, ne? Achso, jetzt habe ich ein Passwort hier reingegeben mittlerweile, ne? Das ist auch geil. Auf der Seite kriegst du nichts eingetippt. Ich bin dann hier mit irgendwie verschiedenen F-Tasten und bevor der da rausgeht, weggegangen. So, curl localhost, nö, 8080.
Auch nicht. ETC init day zufällig am Start. Nee, auch nichts drin. Service. Status all. Huiuiui. Nginx Service failed. Okay. Service. Service. Nginx. Nginx Status. Da ist er. Okay, damit kann ich leben. Das habe ich schon befürchtet wegen dem Zertifikat. Also hier siehst du, der kriegt hier das Bundle nicht hin. Das heißt, damit es wirklich ans Laufen kriegen würde, müsste ich jetzt hier das Zertifikat ans Laufen kriegen. Okay, Leute, helft mir mal mit. ETC, Nginx, die SSL. Ach nee, da steht hier eine ETC CRAM. Und dann SSL Server Bundle PIM. Gibt es hier aber tatsächlich. Okay, das hätte er gern geladen. Also VI, ETC Nginx, Sites. Also der Installer ist natürlich schwierig jetzt hier, ne? Der ist vhostd, könnte das liegen. Mattermost ist schon am Start hier. Okay. Huiuiuiuiuiuiuiui. Also was haben wir denn hier? FastCGI. Mit Sites ist hier nichts zu holen, ne? Oh je. Das wird lustig. Das wird lustig. So, ETC. Ach Gott. Also, find Punkt minus name Standpunkt conf. Punkt minus name Standpunkt conf. Geht nicht, weil was ist denn das für ein Linux-Derivat, verdammt nochmal? Koi-Win, Koi-UTF. Also Vhost könnte was sein. Mattermost. Was hat er hier? Das ist Mattermost-Proxy. Ist nicht das Teil. Okay, 8080-Port. Nochmal schauen, ob wir da was retten können. Nee, also das sieht nicht gut aus. So, konstruktive Vorschläge, ich bin bereit dafür. Port 8080 ist dein Freund. Ja, da kam jetzt nichts mehr von euch, ne? Dünnes Eis. Okay. Also es kam nichts, ich gebe nun hier auf. Erstmal brauche ich ein größeres Bild. Dass ich da was sehen kann. Jetzt hat er mir den. Jetzt muss ich hier scrollen, oder? Das funktioniert nicht hier. Ich habe es befürchtet. Clear. Nginx mit Hand starten. Nginx minus Test. War da der was mit minus minus? Ah ja, genau. Minus minus Test oder so. Nee, minus minus Help. Nee, Nginx Test Mode. Der konnte das nämlich. Nginx Test. Wir wollen uns das ja mal angucken, ne? Minus T. Don't run, genau. Test. Don't run, just test the configuration. Okay, also da hat er ja ausgespuckt, dass hier das Zertifikat nicht laden kann. SSL-Error. Trusted Certificate. Ah ja, VI, ETC, Nginx, Conf. So, haben wir da eine Standard-Webseite, HTTP. Okay, was haben wir denn hier? PEM. Ja, das ist natürlich super schwierig jetzt zu finden, das Scheißding. Dass wir das irgendwie mal aufkriegen. Aber hier ist es auch nicht fair. Dann sind wir der 1000 Includes und keiner findet was, ne? Eieieiei. Ich habe es befürchtet. Womit habe ich das verdient heute? Cut. Cut Nginx Conf. Grep. Ich hätte auch mal mit Putty. Ich kann auch mit Putty draufgehen mittlerweile, oder? 97 war es gewesen. Yes. Dann könnt ihr auch ein bisschen besser mitlesen. So, okay. Also, Nginx will nicht. Kriegt den Arsch nicht hoch, weil Zertifikat doof. So, ETC CRAM. Was haben wir hier? Und da gibt es SSL. Und da gibt es das Server Bundle, aber es gibt kein Private Key dazu. Oder was ist das Problem? Verfluchte Scheiße. Was ist hier die Accepting Trusted Certificate? Ich hab's befürchtet. Oh je, oh je, oh je. Das schaut nicht gut aus. So,
Zuschauer schreiben, Berechtigungszertifikat sehen wie aus? Alles auskommentiert, genau. Also ihr seid schon genauso weit wie ich. Also den Test haben wir gemacht, wo das Problem ist, wissen wir. Berechtigungszertifikat sehen wie aus? Naja gut, das kann man ja, oh, CA Mod plus. Da habe ich jetzt mal gar keine Schmerzen für so eine Testumgebung, gerade mal, das ist nicht schön. Ja, das Problem ist, dem fehlt das, das ist leer. Okay, Server-Bundle.pem. Jetzt muss ich jetzt anfangen, hier ein selbst signiertes Zertifikat reinzupacken, oder was? Was soll denn das eigentlich? Chromox. Hat er nicht angelegt vorhin, warum auch immer. Das war dann schon bei der Installation schiefgelaufen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, wir müssen jetzt fairerweise sagen, es ist ein relativ simpler Installer, die stehen ganz am Anfang. Wir haben jetzt angefangen, hier Dinge nicht zu tun, die in der Anleitung drin standen. Nichtsdestotrotz würden wir es uns sehr gerne mal angucken. Ne? Das ist natürlich wirklich super tricky. Nginx und dann Nginx-Conf. Das ist super, super blöd jetzt. Ne? PEM, also hier ist eins auskommentiert. Haben wir noch Includes drin? Include hier. Standpunkt-Conf haut er hier rein. Aber lustigerweise war ja in der Conf ja nur das Mattermost drin gewesen. Das Mattermost wollen wir, ich kommentiere das mal ganz kurz aus. Ohne das mal zu inkluden. So. Jetzt hängt das Ding hier. Ist mein WLAN wieder flöten? Ne, da ist es. So. Also der lädt hier SSL, aber der will das irgendwo laden. Irgendwo holt er sich das her. Das war es nicht gewesen. Haben wir noch weitere Includes? So, schauen wir mal. Cut-nginx.conf, grep-include. So, der includet was? Hier, conf-d. Da ist er, den haben wir gesucht. Also, dann haben wir hier conf-d. Wie viel ist es? Okay, Krampf und Krampf-admin. So, welcher kommt hier nicht hoch? Kram.conf. So, Server Localhost Upstream. Aha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Gramm. Also das ist kein Copano auf jeden Fall. Das sieht anders aus. 8080. Das hat er ja nie hochgefahren. Ne? 8080. Und das ist der, ja, das ist das Admin-Interface. So, dann gucken wir jetzt mal nach den PEMs. Da ist es nicht. Da ist es nicht. Da ist es nicht. Da ist es auch nicht. Hier ist es nicht. Hier ist es nicht. Zum Geier. Wo hat er denn dieses PEM-Wurf? Aha. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir das ohne SSL, würde ich sagen, ja. Konfigurieren wir uns das um. Listen ohne SSL. Ja, dann machen wir uns mal eine Kopie. Crem.conf nach root. Und nachdem uns ja eigentlich nur das Admin-Interface interessiert, würde ich sogar mal sagen, rm-cram.conf oder mv nach root. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den Nginx jetzt hochkriegen. Aha! So, Service, Nginx, Start. Haha! Es gibt kein Jammer in diesem Dojo. Es sei denn, meine Blase ist voll und ich habe keine Lust mehr. So, okay. Seid ihr bereit? Haha! Guckt mal hier. Preiset den Herrn. So, warte mal. Jetzt habe ich euch die ganze Zeit. Ja, wir sehen nichts, genau. Ruf ihn mal an. So, wunderbar. Also, was ich gemacht habe, während ich mich selber hier gelobhudelt habe, ich habe die Config wegkopiert. Und zwar, es war einmal das Webinterface und einmal die Admin-Oberfläche. In der normalen Web-Oberfläche war das Zertifikat drin, was fehlte. Die Admin-Oberfläche ist übrig geblieben. Die habe ich drin gelassen, Nginx gestartet und jetzt sind wir hier. Und jetzt die Frage, wie der User, hieß der jetzt Admin oder hieß der jetzt Root? Mal gucken, dass wir dann Login hinkriegen. Okay, jetzt habe ich auch kein Login. Ne? Jetzt mal gucken, wie der Admin hieß. Da habe ich ja vorhin extra Screenshots gemacht.
Sorry Leute nochmal dafür. So, Änderungsdatum heute. Da genau, da haben wir den Kram Admin, Passwort, Start 1, 2, 3. Das war das, was wir eingerichtet haben. Dann also hier Admin, Start 1, 2, 3. Ich sag's nur ungern, das habe ich aber schon probiert. Login. Incorrect Username. Ja, das ist jetzt natürlich äußerst scheiße, weil ich habe nur das eine. Und jetzt wird es interessant, wie kannst du dem jetzt das Admin-Passwort zurückändern? Ja, geil, das wird ja lustig. Also gut. Haben wir denn Tools? Cram. Ah, okay, Cram gibt es Tools. Setup. Cram Admin. Cram Admin. Okay, guck mal, Argument, genau. Password. PassWD. Response Validation ist Setting Passwort für Admin. Perfekt, guck mal hier. Haben wir es doch hingekriegt. Ja, das erinnert dann doch wieder ein bisschen an Copano. Okay, wir testen es nochmal. Was eine schwere Geburt, aber wie gesagt, ich mache da keine Vorwürfe. Frisches Produkt und ja, geht aber trotzdem nicht. Scheiße. Also okay, geht auch nicht. Ja, dann kommen wir wohl nicht drum rum, dieses andere Interface noch ans Laufen zu bringen. Root. Ja. So, jetzt könnt ihr mal mitgucken. Wo sind die Jungs hier mit den großen Skills für Nginx? Ich bin's nicht. Das ist IV6. Das ist jetzt hier, machen wir mal 1, 2, 3, 4. Ohne SSL. Und dann alles SSL raus. Und dann könnte das theoretisch funktionieren. Oder was meint ihr? So, Start. Restart. Ja, geht natürlich nicht. Sys-Status. Oh, die Frage, ob wir den jetzt nochmal hochkriegen damit. Sah schon mal nicht so gut aus, ne? Okay, also er beschwert sich über. Wobei, ich kann es ja auch einfach mit Hand starten. So, also er kann das Zertifikat nicht laden. Das ist immer noch in der Konfiguration drin. Das soll er auch gar nicht laden. PEM. Ah ja, guck mal, hier unten habe ich noch den ganzen Kram drin. So. Wo kommt denn der eigentlich gerade her? Hatte ich das nicht gerade noch alles? Auto. Ach, das ist der Auto-Discover. Das ist der Auto-Discover-Server. Also selbes Spiel. Auto-Discover, ja, schmeiße ich jetzt raus. Gerade brauchen wir gerade nicht. Weg damit. Location Auto-Discover, klar. Das ist für die Autokonfiguration. Schön, dass es drin ist. Im Moment steht mir das aber nur im Weg. Restart. Okay, das könnte geklappt haben. So, das wäre dann quasi die gleiche Seite mit Port 4 mal die 8. Müssten jetzt der 80 noch irgendwo belegt war. Ja, nee, was habe ich jetzt da getrieben? Lass nochmal gucken. Oh, Port 80. Port 80, okay. War doch Port 80. Sorry. Kommt, HTTP ist natürlich auch völlig falsch. Nee, mach keinen Scheiß, Junge. Safari. Jetzt muss der Safari herhalten. Okay. 192.168.50.97. Okay. Also er will jetzt ums Verrecken auf HTTPS weiterleiten. Jetzt müssen wir gucken, ob wir das dem noch aus der Config abgewöhnen können. Ach, der hat diese ganze Rewrite-Geschichte drin, ne? Okay, Leute, wo sind die Cracks? So, ach hier, da ist er. Der müsste raus, das könnte helfen. Und dass der da mich nicht weiterleitet. Mein Gott. Was ein Gepimmel hier, Entschuldigung. Ja, jetzt ist das dann schon wieder gecached. Und irgendwie kriegen wir es noch hin. Nein. Wo ist der Redirect? Wo ist der verfluchte Redirect? Und der ist es jetzt gecached. Das kriegst du halt auch nicht mehr vom Arsch dann hinterher, wenn du es mal drin hast. Jetzt musst du das ganze Ding zusammenflicken. Und eigentlich habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. Aber mit den vielen Zuschauern, die denn da Dinge wissen wie, hi, hallo zusammen und du hast doch Umleitung drin. Hi, Azure. Nur den Return auskommentieren, genau, den habe ich ja gemacht. Aber jetzt hat er den Scheiß noch drin. Wie kriege ich denn jetzt? Wie viel Browser soll ich denn jetzt bitte schön noch verheizen an der Stelle, Leute?
Return Proxy Pass hätte HTTPS. Ah. Location RPC, also hat hier eine SS, hat hier schon noch eine Umleitung hier auf den lokalen Kern hier. Okay, also das ist die Schnittstelle auf jeden Fall schon mal zum. Ach du Schande. Okay, wie bringe ich es dem jetzt schon bei? Also Admin einloggen will nicht. Funktioniert nicht. Wir könnten ein Private Tab aufmachen an der Stelle. Genau, privates Tab. Wie ging das? Warte, neu. Geschlossenes neues Inkognito-Fenster. So, HTTP auf die 97. Not found. Also hier kommt nichts. Das hat er es tatsächlich hingekriegt. Ja, wie willst du denn das noch zusammenflicken, Leute? Server Name hat er keinen drin gehabt. Ich verstehe ungefähr. Ich verstehe, was sie wollen, aber das macht alles nicht viel Hoffnung, ne? Nochmal ein Reboot, nochmal verschaffen. Okay, wie finden wir das? Mal schon zum Fazit kommen. So, vielleicht einfacher mit OpenSL eigene Keys erstellen und entsprechende Verzeichnis kopieren. Aber ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Das ist ja ein First Look. Wir reden da gleich mal drüber. Also testen müssen wir es auf jeden Fall, da müssen wir durch. Aber werden wir wahrscheinlich heute nicht schaffen, weil ihr seht ja, was hier zu sehen ist. Und sowas kannst du. Ich kein Fazit. Ich muss mich jetzt hier definitiv mal von einem Fazit noch hier ganz weit fernhalten. Ich will das den Leuten nicht unnötig schwer machen. So. Mal gucken, ob der jetzt gleich wieder neu gebootet ist. Jo, da ist er. Ja, Weboberfläche. Also mal gucken. Jetzt ist ja alles nochmal sauber durchgebootet. Das Ding will nicht. Gucken, ob es jetzt wieder will. Nee, Passwort incorrect. Oh, Username. Da gucken wir gleich nochmal, ob wir was noch retten können. Hier ist mit HTTP nichts zu holen. Auch im Inkognito-Fenster will nicht. So, Cram Admin. So, Admin minus H. So, was kannst du jetzt hier tun? Passwort LDAP nconf run version config shell mu mlist user. Oh, user. User minus H. Ja, ist halt show list delete. Show. Admin. Request Validation, so, okay. ID User Admin, Domain 0. So, was ist er hier? Group ID 0, Domain ID, Mail Dir, Aliases, Roles. Der ist kein Admin, das ist wahrscheinlich das Problem hier in der Installation. Das hat nämlich auch nie geklappt. Kann man dem jetzt noch eine Admin-Rolle irgendwie, dass man wenigstens mal kurz ins Backend reingucken oder irgendwas? mconf run, so, okay, Kramer, was ist ein mconf? Was ist denn mconf? Schauen wir mal, was hier so gibt. Nö, API, nö. So, run, was kann man da tun? Request Validation disabled. Production. Do not use development server production, okay. Lief der Server nicht? Lief der Cram-Server nicht? Seht ihr das? Das gucken wir uns jetzt nochmal an. So, Login. Also Leute, ich habe wirklich keine Idee, was das sein soll. Also lass mal gucken, was wir so auf der Kiste noch finden. Find slash minus name cram. Und nochmal kurz die Kommentare reingucken. Bist erst reingekommen. Also bist erst reingekommen. Ja. Per Let's Encrypt welche holen. Also ich baue doch jetzt keine Let's Encrypt-Oberfläche rum. Also das ist mir jetzt wirklich definitiv für eine Live-Sendung zu heftig. Ja. Okay, Error Log. Okay, wir müssen mal kurz durchgucken. Also. Und da war es ein Internet vielleicht einfacher. Er wird OpenSL einen Key stellen. Nee. Was sagt Valik Error Log? Sicherlich nur der vorgeschaltete Proxy auf jeden Fall.
Errolog gucken wir uns an. Gehen wir es gerade mal durch, was ihr alle sehen wollt. War Log and Jinx, Errolog. Gut, also da hat er jetzt No Such File or Directory fürs Fev-Icon. Und aber irgendwie so, nö, also das war schon mal nichts gewesen. Dann haben wir hier, der HTTP-Abschnitt gibt nicht genügend her, du brauchst den 443-Schutz, es läuft da nichts. Ja, ich habe den ja umgebaut. Den, kein Bock auf eigenes Zertifikat, dann lieber Pat, hat sich Christian Zusub als Admin hinterlegt. Oh, interessant, 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 Joachim. Das ist, können wir gleich mal probieren. Letzten Crypt holen so weiter. Joachim Hummel, das war für SSL. Befürchte ich auch, ja, dass das für das Letzten Crypt war oder so. Bin erst reingekommen, ja. Nee, hast ja recht. Aber es hieß ja Admin. Christian@zusobs.de. Und wir haben ja gesehen, dass es den Admin ja gibt. Ich glaube, das Ding läuft nicht. Das ist mein Punkt. So. Okay, was läuft denn hier eigentlich? Ab, so, Service, minus, minus, Status, all. So, gehen wir mal gucken. So, was haben wir denn hier? Pipe. Oder kann man hochscrollen? Da läuft doch überhaupt nichts. Da, Cram CUI. CUI und TTY 1. Weiß jemand, wie man sich da drauf verbinden kann? Hat einer eine Idee, wie man sich auf dieses TTY-Service verbinden kann? Dann bitte mal kurz in die Kommentare. KMOD, LVM, Nginx, MariaDB-Service läuft. Datenbank, SystemD. Da ist nichts drin, was irgendwo mir gerade weiterhilft. ETC-Cram, so, ShareCram, SyncBackend, ShareCram, ShareLib, MySQL-Cram, LogCram. Das ist verdammt wenig, was da drin ist. Setup hieß das, ne? Nee, 3M. So, nochmal gucken. Cram. Gibt es als Setup SyncAdmin, SyncTop. Mhm. Setup nochmal probieren. You cannot abort, is okay. If you continue, all data will removed. Okay. Type remove all data. MySQL Database. MySQL Database Host. MyCram. So, Passwort. Ist in Ordnung. So, Passwort. Administrator. Administration Interface Passwort. Aber er sagt mir nicht, für welchen User das ist, das Problem. So. Localhost, Default Mail Domain, ja, Sysops, ist egal, Sysops, der Cloud ist böse.de, Organization, so, Obtain, Let's Encrypt, yeah. Ja, nee, eigentlich nicht, aber da kam ich ja nie bei, okay, genau, wer hätte gerne ein PEM, ein PEM hätte er gerne, okay, soll er haben, soll mir recht sein, muss ich wieder googeln, wird es wieder peinlich für mich. Vielen Dank. So, alles klar. So, ETC war ETC Cram SSL. So, Server Bundle PEM. Okay, das war ja leer, ne? Haben wir gesagt. Okay, also. Create Self Create Server PEM Bundle habe ich definitiv nicht im Kopf. So, also gut. Mal ob SSL und so weiter. So, Zert.PEM. Key out, Key PEM. Aber ich will ja ein Bundle haben, ne? Ein Bundle ist ja dann das Optional out. Das ist ja dann out. Nee. Self-signed PEM File. Ich brauche das mit komplett. Vermutlich mit einem. Alle Cookies akzeptiert. Outset, PEM, Key, Out, PEM. Okay, das ist aber die gleiche. Optional. To create a PEM file from existing certificate. Okay, wir probieren es einfach. Wir probieren es einfach. Und nennen das Ganze. Hoppsa. Und nennen das Ganze hier. Wenn ich das falsch mache, bitte sagt mir Bescheid. Ich bin da nicht sattelfest. Ne? Muss man auch jedes Mal holen. So, de, common name auch de, egal,
christian@sysops.de. So, jetzt haben wir hier dieses Server Bundle und den Key. Okay, so, jetzt kopieren wir uns dann nochmal etc. Genau, jetzt können wir ja den Setup. Quatsch, das war ja hier der User hier gewesen. Das ist das Ding. Das wollte er von mir wissen. PEM encoded certificate bundle path. Der Path dazu. Server encoded. Okay, das ist der Path. Ah. Path. So, die Frage ist, wie muss der heißen? Private.key. So, if you don't have valid subscription, no. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, jetzt macht er aber ein bisschen mehr, kann das sein, als vorhin. Postfix not found, okay, warning already enabled. Okay, failed to start CRM anti-spam service, das war ja auch schon in dem Demo da gewesen. Mal gucken, was es hier gibt. Zeit und Key in der gleichen Datei, Zeit und Key in die gleiche Datei schreiben. Ne, die wollten es doch getrennt. LSOF, genau, Tulpen und so weiter. Beim Installer vertippt Christian der Sysops, ja, ist aber wurscht. Danke für den Tipp. Okay. For the records. Alles klar. Wir schauen, ob wir jetzt drauf kommen. Das bedeutet, wir haben jetzt alles neu gemacht. Das heißt, der müsste noch da sein. Ja. Jetzt hat es funktioniert. Leute, ist das cool? Aufgeben ist keine Option. Ne? Also da müssen wir auf jeden Fall mal dem Sysop jemand Gentchen bringen. Für die Hartnäckigkeit. So, was haben wir denn hier? Das sieht ja bunt aus. Ne? Nur so bunt wissen wir alle, kannst du ja mittlerweile überall klicken. Dashboard, okay. IMAP läuft nicht, POP3 läuft nicht, Postfix läuft nicht, kann ich alles mit leben, HTTP läuft nicht. Z-Core läuft allerdings, das ist das, was wahrscheinlich das ist, was uns interessiert. Und da bin ich mal gespannt, gleich mal. Domainlist, gut, LDAP könnten wir jetzt an... Ah, shit, jetzt ist die Frage, haben wir denn User? Okay, was würde denn bei LDAP gehen? LDAP Server hätten wir, LDAP Bind User hätten wir, Bind Passwort hätten wir auch, Base hätten wir, alles cool. Attribute hätten wir, also man kann es sehr, sehr gut anpassen. Die Frage ist, könnte ich jetzt mal einen Outlook testen oder sowas? So, 192.168. 50.97 kommt da. Ah, es ist doch zum Kotzen. Das kann doch nie wahr sein. Das müsste doch da sein, das Ding, denke ich. Verflucht Domains. Okay, also ich kann es nichts machen. Also Userverwaltung ist nicht anscheinend. Die musste der LDAP machen lassen. Es wäre jetzt schön, wenn man nochmal kurz testen könnte. Ne? So, Add Domain, okay, cloud ist böse.de. Nee, Passwort? Passwort für was? Wo bin ich denn hier zum Gottes Namen? Maximum Users, Title, Address, Administrator. Okay, wofür ist dann das Passwort? Database Error. Database Error, okay, also da kommt auch nichts rüber. Ne? So, was sagt denn hier das schlaue Dokument von denen? Quickstart Dokument. Followed Instructions und so weiter. Hm. Okay, also was finden wir? Es hat wie Copano auch keine eigene Datenbank. Macht es den Eindruck? Zumindest sehe ich hier nichts. Ja, und das Dashboard ist eigentlich erstmal auch noch nichts wert, ne? Außer dass es erstmal auf der heißen Homepage gut aussieht. Ne? Ui, 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 ui. Domain Roles. New Roles. Mhm. User Description. Was haben wir hier? Ja, User haben wir keine, ne? Webinterface haben wir auch keins. Das ist echt, das macht mich fertig, Leute. Das ist doch überhaupt nicht fertig, das Ding. Ja, hier wird geklatscht, Dankeschön, aber es bringt uns nicht wirklich viel weiter. Okay, lass mal gucken, was wir noch finden hier. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Was ist denn das hier oben? Da hast du hier Fancy Icons, die machen aber nichts, offensichtlich. New Role, ja, Domain List, kann ich nie anlegen. Show Deleted, gibt's nichts. Dashboard hat man, LDAP. LDAP enabled aus. Möchte man nicht. Ah, Delete Config, ui. Serve, Save. Jetzt haben wir keine LDAP. Und dann kommen wir da rein. Hm. Wir gucken mal. Etc. Nginx minus T. Nginx minus T. Sagt, ist in Ordnung. Aber wenn die in Ordnung ist, dann wäre ja hier in conf.d, wäre ja, ist das eigentlich ein Debian? Nee, yum.
Oh, das ist aber alles nicht geil. Was gibt es denn hier noch für Paketmanager? PKG, puh, was kann das für ein System sein? Bitte um Vorschläge, wenn es geht. Also die cram.conf, ja, das wäre die hier. Ach, das ist ja interessant. Jetzt hat er mir kein HTTPS gemacht und ich habe es noch gar nicht probiert ohne. Jetzt, oder hat es, ist das meine von vorhin? Listen 4 mal die 8. Ich bin verwirrt. Von wann ist denn die? Die ist von 18:11 Uhr, 4 Minuten her. Das würde doch bedeuten, dass es hier kein HTTPS, sondern HTTP wäre. Da ist aber auch nichts. Jetzt müssen wir wieder von privates Inkognito gehen. Da ist aber auch nichts. Leute, was soll denn das? Die Originaldatei? Ist das mein Mist hier? Ist das auf mein Mist gewachsen noch von vorhin? Upstream ist hier 10.443. Geht hier auf 80. Ich glaube, das habe ich. Da hat die mir verschrieben, das mal. Die hauen wir nochmal zurück hier. Und dann nach hier. Und dann restarten wir nochmal den Nginx und bekommen wahrscheinlich wieder gleich einen Fehler. Oh, da braucht aber einer lange. Ja, scheiße, funktioniert wieder nicht, ne? Also da ist kein Segen drauf. Lass mal gucken. Cram.conf. Jetzt können wir es uns ja zusammenreimen. Ah, Server.key. Und der hieß aber nicht Server.key, sondern der hieß Private.key, oder? So, lass gucken. Cut, etc, cram. Vielleicht kriegen wir es ja noch hin. Leute, dafür sind wir doch hier. So, der hieß key.pem, hieß der. Okay. Key.pem. Key.pem wäre das, was er gerne hätte. Okay. Das ist wirklich, Nginx ist nicht meine Baustelle. Das ist nicht meine Komfortzone, muss ich ganz klar sagen. Test failed. Failed, SSL, Sysse, Lausage File Directory, Server.key. Gibt es hier noch einmal weiter unten? Okay, ist zweimal drin. Server.key. Klar haben wir vorhin schon gemerkt. Key.pem war es, oder? Key.pem? Key.pem war es, glaube ich, gewesen. Okay. Oh, okay, alles klar. Ich bin gespannt. Ja, da kommt was. Da kommt was und der Browser hat keinen Bock auf dieses Scheiß-Zertifikat. Ich kotz. Entschuldigung, Leute. Oh Gott, es reibt sich jetzt gleich mit der Lotion ein, ey. Ohne Scheiß. Oh ja, und ein Passwort noch. Und dann noch eine Fehlermeldung hinterher. Nein, da kommt ein Login. Ich werd bekloppt. Da kommt ein Login. Und jetzt haben wir den. Hat der Admin ein Login? Hat der Admin ein Login? Es bleibt spannend. Ja. Alge, Alge, komm schon, Alge, komm, auf geht's. Drei Früchtchen. Ja. Nein, nein, das kann doch nicht wahr sein. Unknown MAPI Error. Was eine Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Ich boot den ganzen Mist nochmal neu. Leute, 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 guckt euch die Scheiße an. Ach Gott, hey, das kann nicht wahr sein. Also, listen. Oh, da müsste doch Pac-Man ansprechbar sein. Okay, Pac-Man kenne ich nicht. Was Markus Helmke Pac-Man ist? Ist das CentOS oder was ist das wieder? Oder war das Yam Yam Süppchen? Ich weiß es nicht. Ich bin Debian-Mensch und ich will da auch nirgendwo anders hin. Ach so, ja, genau. Ich hatte mir das mal runtergeladen, übrigens von hier GitHub. Das sind gerade mal 12 MB. Ich mag jetzt mal zu bezweifeln, dass das, genau. Jetzt, hier bringt es der Dr. Anyman. Anymem, wirklich gut auf den Punkt, sagt, das fängt ja gut an. Ne? Das, ja. Okay. Also, wir loggen uns nochmal hier auf den Webserver ein. Den hatte ich hier offen gehabt. Senden, Bad Gateway, Status Gateway, Proxy und so weiter ist kaputt. Ja. Code indicates that the server, while acting as a gateway or proxy, received response. Hau ab. Ja, das ist das, was ich vermutlich gleich machen werde.
Der war HTTP. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir da noch irgendwas retten können. Ja. War ja. Nö. Geht auch nix. So, dann gab es ja den Cram Admin. Ah, erstmal neu verbinden. Ah, 97 war das. Ich weiß nicht, also ich bin ja wirklich total. Ich habe da wirklich Lust drauf. Aber. So, Server Choose, sag mal, Invalid Choice, Cram Admin, was war das von gewesen? Run. So. Okay, Warning, could not load license, no such file directory, service, flash und so weiter. Ist der jetzt zufällig da? Wäre der jetzt da? Mann, Leute, ey, das ist echt nicht nett. Nicht nett, das Ding. Nicht nett. Also Leute. Was soll ich denn dazu sagen? Habt ihr schon Fazit geschrieben? Arch Linux. Ah ja, das ist ja nett. Pacman Paketmanager von Arch. Offene Ports werden trotzdem benutzt. Genau, offene Ports wollen wir noch mal sehen. Tulpen, ne? So, warte. Habe ich nie im Kopf. Netstat minus Tulpen. So. I. Was war Ihr Vorschlag gewesen? Paketmanager Pacman. Ne, gibt's auch nicht. Boah, Leute, ey, was ist denn? Netstat gibt's nicht. Apt gibt's nicht. Yum gibt's nicht. Yast gibt's auch nicht. Das ist doch ganz furchtbar. Was soll ich da noch machen? Das ist doch. Ah! Leute, ja, hier. LDAP Configuration, Missing Required Config Base DN. Also, er hat jetzt hier Service Disabled, gut hat er disabled, No Such File Directory, LDAP hat er nicht, ja. Das sieht vermutlich nicht besser aus, wenn du das mit Copano machst. Weil Copano auch erstmal ziemlich schnackig ist. Das ist ja auch eine, dass man sich sowas nicht gibt, ist einer der Gründe, warum wir Univention mit Copano benutzen, weil da klappt das richtig gut und mit drei Klicks. Ja. Ich wäre noch DPKG, gut. DPKG wäre ja nicht für. Ne, gibt es auch nicht. Oder LSOF. LSOF gibt es übrigens auch nicht. Offene Ports wäre genau. Kriegen wir leider nicht. Kriegen wir nicht hin. Part X, ja. Also ich bin schwer enttäuscht gerade, ehrlich gesagt. Muss sagen, ich hätte mir das wirklich sehr, sehr gerne angeguckt. Wir können das ja nochmal hier Crumb install. Der wollte den vorhin, letzten Versuch mache ich noch, server.key hieß der, glaube ich, ne? etc, cram, ich bin ja so ein bisschen hartnäckiger als manch andere. Achso, warte mal, stopp, aber die Konfigurationsdatei habe ich angepasst, ne? Dann brauchen wir das ja gar nicht mehr. Cram Setup. So, remove all data. Das ist wenigstens ganz nett, dass du das immer wieder kaputt machen kannst. Database, zack, zack. So, MySQL Passwort, scheißegal. Administration Interface Passwort, Start 1, 2, 3. FQDN, egal. Localhost, Default Mail Domain, sysops.de, egal jetzt. Sysops. Nein, kein Let's Encrypt Zertifikat. Jetzt brauchen wir wieder den Pfad von eben. Das war hier SSL, ja, CD, genau, das war der Pfad gewesen hier. So, Certificate Bundle, oh, das hat er nicht kopiert. So, gucken, nee, kann ich, jetzt ist er mir weggeflogen. Jetzt hat er es gefressen, oh Mann. Ist WLAN wieder hängen geblieben. Warte mal, ich mach nochmal von vorne. All data will be removed. Remove all data. Enter. So,
Start 1, 2, 3, das beste Passwort aller Zeiten. Your Server FQDN. Ja, ja, susops.de. Nein. So, da. Und da. Ich befürchte nur, dass wenn er die richtigen Namen nicht findet, weil hieß der Server.key, dass dann vielleicht die Software selber nicht läuft, dass die Middleware selber sich des Zertifikats hier bedient. Und das wäre blöd. Da gucken wir aber nochmal gleich rein. Want a subscription? Nein. Okay, er pimmelt nochmal durch. Gucken wir uns genau die Fehler an. Postfix. Hat er seine Schmerzen? Dann macht er die Firewall auf. Siehst du auch die Ports, die er aufmacht. Das ist völlig unspektakulär. Undispam Service not found. Hat er vielleicht nur in der Subskription mit drin. Und jetzt können wir nochmal schauen, ob das jetzt geklappt hat oder auch nicht. So, hier haben wir wieder. Okay, das geht jetzt wieder. LDAP hat er jetzt nochmal an. Roles Domain List hat er aber auch die SysOps.de nie reingenommen. Naja, aber wenn er jetzt irgendwie mit der Middleware sich unterhalten würde, dann könnte er, aber das ist doch wahrscheinlich auch echt nur so ein Ding, ob die Dienste laufen hier. Das ist doch voll die Mogelpackung. Da wette ich doch drauf. So, nochmal die andere Seite. Das wäre jetzt die normale, reguläre Seite nochmal laden. Da tut er sich schon schwer. Und dann schauen wir nochmal hier in, ob es da noch eine Conf gibt. etc-cram. So, lass mal gucken. Admin, Start 1, 2, 3. Ne, das, was? Das ist die Admin-Seite? Wieso komme ich jetzt hier auf die Admin-Seite? Die habe ich doch gar nicht aufgerufen. Jetzt macht der mir die. Ah, warte mal, da gab es doch auf deren Webseite. Moment mal, ich komme der Sache schon näher. Passwort später. Eine Unterseite, 8080, ne, die wollen wir nicht, slash web. So, Admin, das wäre jetzt die normale Seite. Okay, die hat jetzt auch SSL. Okay, ja, das geht aber nicht. Also hier, da ist MAPI-Error. So, das können wir jetzt nochmal googeln. Cram, ob das einer bekommen hat. Fehlermeldung, Microsoft Community, Web-App. Aha, guck mal, aber das ist doch, da haben die sich schon mit Sicherheit gut bedient an der Stelle. Also so viel Zeit schon mal dahingestellt. Nee, also das Scheißding will nicht. Also die Frage war jetzt noch gewesen, ob hier vielleicht irgendwo eine Konfiguration wäre. CTSSL, KeyPem, genau, das sind die wir reingelegt haben. Oder ob die Middleware sich da irgendwo noch was holt, aber da ist nichts mit auf. Nee, also ich muss sagen, ich bin da jetzt raus. Kommentare. Pac-Man mit C. SS ist der neue Netstart. Okay, wir können es nochmal probieren. Aha, da ist er. Also hier habt ihr nochmal die Ports. MySQL, Journal D, MySQL. MySQL, also hier ist, ich würde sagen, der Server läuft nicht. Das würde ich sagen, dass der einfach nicht gestartet ist. Ist der einfach. Ja, warum kann ich das hier starten? Das ist die spannende Frage. Na, kann man hier nochmal ein Login versuchen nochmal? Aber man weiß auch nicht, ob der Admin-User jetzt auch ein User ist, der sich einloggen könnte. Na? Nee, also da, die unterhalten sich nicht, da passiert nichts. Was haben wir denn hier noch so da unten im Angebot? Personal Agent, IRC, Port, SSH, MySQL, HTTP, Alt 8080, Webinterface haben wir gesehen. Also, habe ich was vergessen? Habe ich was falsch gemacht? Oder liegt es an mir? Hoppla, ich muss mal kurz mal den Chat nochmal spiegeln hier. So, Chris macht Feierabend, ist rum. Ja, das wollte ich hören von euch. Aber ich wollte jetzt auch nicht so einfach aufgeben. So, dunkel ist jetzt mittlerweile auch schon. Kommentare. Also, es müsste Pac-Man sein, auch bei Arc sein. Aber SS hat ja funktioniert. Oder NetTools nachinstallieren, nochmal ein Reboot. Chris, mal Feierabend, genau. Wird an den fehlenden Usern liegen. Da wird, dass sich niemand im Frontend anmelden kann. Genau.
Das könnte ich nochmal morgen machen und eventuell nachreichen, nochmal einen LDAP-Server anklemmen, letztendlich. Und Babykrankheiten, genau. Lass uns mal zum Fazit kommen. Also es klingt natürlich super vielversprechend und ich will den Leuten auf gar keinen Fall irgendwelche Steine in den Weg legen. Geil war das gerade nicht die User Experience. Jetzt haben wir hier, ja, wie viel haben wir hier, wie viel haben es ausgehalten heute, Montag, 55 Zuschauer, wovon ich mindestens 55 zutraue, dass sie das installieren können müssten, was ich jetzt nicht geschafft habe. So. Das, was hier bei Heise, so habe ich das noch offen, so sexy rüberkam, hat sich für mich erstmal als ein geklautes Copano oder Zarafa Frontend mit einer relativ sinnlosen Dashboard herausgestellt. Also das war eine Mogelpackung auf jeden Fall. Gelbe Karte von meiner Seite. Der Start ist missglückt. Tut mir sehr leid für Cram. Kriegen wir vielleicht besser hin. Die versprochenen Komponenten klingen gut. Können wir in den Test noch keinen User haben. Ich kann jetzt aber schlecht hier rumhantieren mit Passwort und so weiter. Das mache ich morgen mal. Ich hänge da mal User rein, ob das funktioniert. Deswegen können wir nicht viel sagen. Deswegen war das ein First Look und können heute sagen, der Start, Leute, was ihr da an Heise gut gemacht habt, habt ihr euch heute schon wieder versaut, weil jeder, der halbwegs bei Sinn ist, wird es die nächsten 2 Jahre nie anfassen. Nicht so FloggerLogic und SysOps TV. Wir gucken es uns auf jeden Fall ein zweites Mal an. Wir lassen da nicht locker. Was ist denn eure Meinung dazu? Haben wir denn schon Kommentare dazu nochmal? Also, Cram nutzt die Copano Web App, steht in der Demo über. Ja, genau. Marpit, der schreibt der Holger, der Joachim schreibt, Marpit deutet auf einen fehlenden Serverprozess, wie bei Copano auch. Genau, das Ding läuft nicht. Der Alexander sagt, ich denke mal Babykrankheiten, Nginx-Restarten als genau. User-Frontend hat es als keins. Es ist halt in einem Startup halt nichts erklärt, dass du dann LDAP-Server eintragen musst oder wir haben irgendeinen Setup-Prozess verpasst. Also das, die haben ja von dieser CUI gesprochen. Das Ding, was vermutlich die Setup gestartet hätte. Vielleicht fehlt uns das. Wir haben es vielleicht einfach falsch installiert. Aber ich kann nicht mehr machen, als auf einer virtuellen Umgebung auszurollen. Also ich habe jetzt keinen echten Server dafür oder sowas. Also ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich würde mich freuen, wenn ihr es auch nochmal probiert. Also wenn ihr irgendwie nochmal einen VMware-Server habt oder ein Hyper-V oder sowas, probiert das doch nochmal. Und schreibt mir mal in unseren Chat oder per Mail info@sysops.de, ob es bei euch geklappt hat und was ich falsch gemacht habe, weil ich sehe es nicht. Sehr schade, wir werden das auf jeden Fall im Blick behalten. Und vielleicht gibt es ja, am Mittwoch haben wir eh nicht ganz so viel Zeit, weil wir einen langen Workshop haben. Da müssen wir eine Kurzsendung machen. Vielleicht können wir da nochmal eine Retrospektive mit den Erkenntnissen von heute machen. Und am Mittwoch freue ich mich auf jeden Fall auf alle von euch, die mal Hand hoch, wer von euch gerade live ist, der Mittwoch dabei ist. Haben wir, glaube ich, so 12 Stück dann nochmal, in 2 Wochen dann nochmal 12 zum Thema Proxmox ZFS. Ich habe euch schon heute alles reingepackt. Und dann, wenn das läuft, dann kommt der Privatworkshop. Da hängt es daran, dass ich ganz gerne erstmal 2 Termine hätte, die muss ich finden. Und 2 mal 3 Stunden. Und dann möchte ich ganz gerne über dieses Moodle auch den Workshop verkaufen, günstig verkaufen. In dem Fall fürs Private. Das, weil das hat mir echt viel Arbeit gemacht, jetzt die ganzen Leute einzufangen. Jo, ansonsten bin ich guter Laune. Kunden nett. Macht Spaß, nur nette Leute außenrum. Kein Ärger am Start, außer das heute. Ja, das klingt gut. Also Stimmung ist gut, Wetter ist schön. Friert sich nicht mehr ganz den Arsch ab. So, okay, ja, noch ein paar Kommentare hier. Der Markus Helm schreibt, ich vermisse immer noch Jaffas von Bitbone. Okay. Silverserver schreibt, EWS klingt halt sexy. Ja, wenn der Rechte halt scheiße ist, das ist, oh, da hätte ich ganz miese Analogie dazu. Jaffas Zarafa mit Admin-Backend. Ah, verstehe, okay. Yum scheint der Paketmanager zu sein. Thorstens Bille ist dabei. Hand hoch. Ah ja, genau. Workshop-Teilnehmer. Thorstens Bille ist dabei. Der Franz Trevenskus ist dabei. Oder so. Der Hubert Stummer ist dabei. Genau, die Heizung läuft. Tö, die Heizung läuft. Achso, ja, genau, die läuft ja auch. Viel Erfolg beim Workshop. Ja, wir werden Spaß haben, wir werden eine gute Zeit haben. Werden einiges kaputt machen, denke ich mal. Und wieder reparieren. Ich bin gespannt.
Ja, das lässt mir so, dass ich da heute Abend nochmal dran sitze, da nochmal einen LDAP-Server reinhaue, sollte auch jedem klar sein, aber jetzt nicht mehr zu leisten. Das war der First View. Ich würde sagen, wir sehen uns am Mittwoch spätestens. Vielleicht, wenn Zeit ist, morgen muss ich Abrechnung machen. Das ist immer so mein Tag, eigentlich heute, schon die ganzen Rechnungen kopieren muss und die Stunden und ach, ihr wisst doch, wie es ist, und die Amazon-Rechnung raussuchen muss. Wenn da noch ein bisschen Zeit ist, werde ich es nochmal testen. Aber die würden sich, glaube ich, die würden sich einen Gefallen tun, wenn die das von vornherein so packagen würden, dass das in Univention reinpasst, so wie es Copano auch getan hat. Copano, zwei Klicks, läuft. Gut, vielleicht gibt es einen Docker-Container dazu oder sowas. Oder jemand kann das mal aus dem Ding rausbauen, aus dem Repository rausbauen. Aber das ist schon alles ziemlich schwierig. Also liebe Gremm-Leute, ich drücke euch die Daumen, dass ihr das ans Laufen bringt. Wir versuchen es überhaupt, das mal zum Laufen zu bringen. Ich rufe euch morgen mal an und frage nochmal nach, was wir da falsch gemacht haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns Mittwoch wieder. Ich freue mich, wir haben viel Spaß hier und auf ein gutes und einen schönen Arbeitstag morgen, sonnigen. Genießt die Zeit und fangt euch nichts ein. Bleibt gesund, bis Mittwoch. Tschüss.